Hallo und herzlich willkommen bei Vibressi. Ich habe euch ja im letzten Video ein bisschen was über das Dashboard erzählt. Heute gehen wir mal in die Few Stats hinein und schauen uns mal die Statistiken meiner letzten Runde an. Man hat das ja hier gleich im Überblick auf der ersten Seite und dann wird gleich die erste Runde ausgeklappt. Ganz schöner Golfplatz, Madeiras Golfclub in der Nähe von San Diego. Und der Score 78 kann man erst einmal so akzeptieren, ganz in Ordnung. Aber natürlich, man will sich immer weiter verbessern und dann empfiehlt es sich natürlich hier zu schauen, wie sind denn eigentlich meine Schlagverluste, wie verteilen sich die auf die jeweiligen Bereiche. Sehr positiv ist hier der Gewinn vom Tee, bei dem ich tatsächlich sehr ordentliche Abschläge gemacht habe. 14 an der Zahl, weil die paar drei Abschläge zählen ins lange Spiel, weil das ja kürzere Schläge und Schläge ins Grün sind. Sehr groß ist der Schlagverlust hier im langen Spiel, immer noch eine der großen Baustellen und auffällig auch hier der Schlagverlust beim Putten. Und da wollen wir mal ein bisschen genauer hinschauen. Und dafür scrolle ich jetzt mal hier weiter nach unten zu meinen detaillierten Statistiken und klicke jetzt mal Putting an. Und bekommen sofort hier ausgeworfen die Strokes-Gained-Werte fürs Putten. Und da fällt natürlich sofort auf, dass in dem Bereich zwischen 1,50 Meter und 2,40 Meter ein relativ großer Schlagverlust auftaucht. Pro Schlag 0,72, also sehr, sehr schlechter, ein sehr, sehr schlechter Wert. Und schlecht auch natürlich hier die Distanz zwischen 60 und 1,50 Meter. Hier hinten gab es wieder einen Schlaggewinn im Bereich L. Das ist aber nützt dann wenig, wenn man dann entsprechend eben in anderen Bereichen ja, nicht performt. Ich schaue mir mal ganz gerne dann die One-Putt-Probability, also die Ein-Putt-Wahrscheinlichkeit an. Und die ist ja bei uns in diese Kategorien aufgeteilt. Da sieht man, okay, XS-Putts habe ich alle gelocht. Bei den S-Putts, also denen zwischen 60 cm und 1,50 Meter, habe ich nur 78% gelocht. Der Tour-Schnitt locht da 93. Und auffällig ist, meine Putts aus 1,50 bis 2,40. Da hatte ich zwei. Da habe ich überhaupt gar keinen gelocht. Also beide vorbei gemacht. 64% gehen aber statistisch gesehen rein. Jetzt wird deine sagen, naja, wenn du eben halt zwei Putts nur hast, dann kannst du sowieso nur 50% lochen oder 100%. Jawohl, das ist richtig. Aber natürlich ja, grundsätzlich ist es schon mal ein Indiz, vor allem wenn ich mir dann mehrere Runden anschaue, dass ich aus der Entfernung Probleme habe und die eben entsprechend in den Mittelpunkt meines Trainings stellen muss. Ja, ich kann natürlich dann hier die Klassiker anschauen, gucken, okay, was habe ich denn jetzt eigentlich hier gemacht? Mit meinen Putts insgesamt habe ich 32 gebraucht. Ich habe, wenn ich das Grün getroffen habe, im Schnitt 2,0 Putts gebraucht. Also die Wahrscheinlichkeit meiner Einputts ist eben jetzt nicht so riesengroß. Dann die Länge meiner gelochten Putts. Ich habe also insgesamt eine Puttlänge von 27,5 Metern gelocht. Und das ist dann im Schnitt pro Loch sind es dann 1,5 Meter, die ich versenkt habe. Meine durchschnittliche Entfernung, die ich hatte mit dem ersten Putt, wenn ich auf dem Grün lag, war 6 Meter. Da bin ich tatsächlich ein bisschen besser als die Pros, aber Loch halt weniger. Und eben insgesamt war mein erster Putt nur 4,9 Meter weg vom Loch. Jetzt kann ich hier mal schauen, was denn so meine schlechtesten Putts waren. Und hier oben wird auch schön erklärt, was die jeweiligen Kleinzahlen hier bedeuten. Also mein schlechtester Putt war hier der auf Loch Nummer 14, mein fünfter Schlag. Da hatte ich eben noch einen Meter bis zum Loch und habe den Putt vorbei gemacht. Das ist natürlich wahnsinnig ärgerlich. Hier jetzt da an Loch 3 war es ein 12-Meter-Putt, der
eben ja, so schlecht war und fast einen ganzen Schlagverlust verursacht hat. Und natürlich muss ich jetzt hier schauen, dass ich hier diesen Trend ein bisschen stoppe, weil wenn ich mich jetzt für mehr Informationen zu diesem Bereich interessiere, dann muss ich die Strokes-Gains-Statistik aufmachen und da mir das Putting anschauen. Und wenn ich dann hier die letzten 20 Runden nehme oder ich reduziere mal die Anzahl der Runden auf 10, das ist ein bisschen realistischer, dann sieht man, dass ich hier doch relativ große Schlagverluste habe, gerade in so einem Bereich 60 Zentimeter bis 1,50 und noch ein bisschen weiter hinten. Wenn ich jetzt hier nochmal wieder die Einputt-Wahrscheinlichkeit anschaue, dann sieht man, da sinke ich dann schon deutlich ab in meiner Einlochquote und auch meine Drei-Putt-Wahrscheinlichkeit aus großen Distanzen ist irre hoch. Das heißt, das werde ich mir jetzt mal vielleicht auch im Wintertraining ein bisschen vornehmen, ein besseres Putten zu haben. Wird sicherlich eine Mischung aus Längen- und Richtungskontrolle sein, so wie immer. Aber ich glaube, der Fokus sollte ein bisschen auf diesen Putts bis 2,40 Meter sein. Und mein Gefühl sagt mir auch, dass ich Schwierigkeiten habe beim Lesen der Puttlinie. Das sagt mir jetzt das System nicht, aber das ist ja das, was man auch ein bisschen feststellt, wenn man dann überprüft, ob man dem Schlag sozusagen bei der Schlagplanung mit vollem Vertrauen dann an die Ausführung gegangen ist oder nicht. Ich hoffe, das hat euch jetzt ein bisschen geholfen, wie ich hier versucht habe, mal meine Putt-Statistik zu interpretieren. Ich wünsche euch viel Spaß auf den nächsten Runden. Ciao, Servus.